Ja, herzlich willkommen heute zu einem weiteren Teil unseres Online-Seminars an diesem wunderschönen Nachmittag. Leider eine Minute verspätet, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber die sollten jetzt behoben sein und somit starten wir in den zweiten Teil unserer Online-Seminarreihe. Mein Name ist Florian Geit, ich bin Business Development Manager bei Smartec und übernehme heute erneut die Moderation. Servus Sebastian, du bist heute auch da. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo Florian, mein Name ist Sebastian Grüttner. Ich bin ebenfalls Business Development Manager bei Smartec und freue mich heute, Sie durch die nächsten 30 Minuten begleiten zu dürfen. Ja, danke. Wir hatten ja bereits im ersten Seminar für diejenigen, die nicht dabei waren, bereits die NFC-Technologie betrachtet, das Basiswissen NFC-Technologie. Und gehen heute den nächsten Schritt, um die analogen Produkte zu digitalisieren. Sebastian, kannst du uns kurz erläutern, was du uns für ein Thema mitgebracht hast? Ich habe heute dabei das Thema digitale Add-ons für Produkte, Objekte, Maschinen, die wir, vor allem analoge Produkte, die wir in die digitale Welt vernetzen wollen. Und das Ganze basiert auf der NFC-Technologie. Und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema und freue mich auch danach auf den Austausch. Genau. Und bevor wir loslegen, würde ich Ihnen gerne noch ein paar Worte zu Smartec sagen. Und zwar, wir sind ein Teil der Ratgebergruppe als eigenständiges Unternehmen. Wir sind seit 20 Jahren in der RFID-NFC-Branche unterwegs und veredeln analoge Produkte. Wir integrieren RFID-Komponenten, NFC-Chips und machen sozusagen die dummen Produkte schlau, wenn man so will. Und wir machen das an zwei Standorten, zum einen in Mindelheim im Allgäu und in Bystritz in Tschechien. Und unser Firmensitz, also die Verwaltung und Vertrieb, sitzt in Oberhaching bei München. Und genau, jetzt würde ich eigentlich gleich das Wort zu dir übergeben, Alex. Alex, sage ich Sebastian. Wir haben am Schluss noch ein paar Minuten Zeit, hoffentlich, um Ihre Fragen zu beantworten, falls Sie eben Fragen haben, die während der Präsentation auftauchen. Schreiben Sie die gerne in die Fragenbox rein und im Anschluss, wie gesagt, die Fragen werden wir so gut wie möglich beantworten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Sebastian, du darfst loslegen. Vielen Dank, Florian. Ich würde beginnen kurz mit einem Hinweis. Ich würde meine Kamera während der Präsentation ausschalten. Dann können Sie auch die Präsentation im Vollbild betrachten. Und nachher zu unserer Frage- und Antwortrunde können Sie uns natürlich selbstverständlich wieder sehen. Mache ich das hier mal aus, genau. Ja, bevor ich mit dem Inhalt starte, vielleicht ein kurzer Abriss über das, was Sie heute von dem Webinar erwarten dürfen. Wir möchten die Fragen beantworten, was eine eindeutige Identifikation ist und warum eine digitale Erweiterung heutzutage wichtig ist. Wir möchten kurz beleuchten, welche Möglichkeiten Sie bei der Digitalisierung haben. Und das Ganze soll nicht einfach referiert werden, sondern eben anhand von aktuellen Projekten oder Projekten der letzten Jahre möchten wir das anschaulich darstellen. Als ich mich auf dieses Webinar vorbereitet habe, ist mir immer wieder ein Begriff ins Auge gesprungen. Hier steht es auch schon in der Agenda. Das ist das Wort Digitalisierung. Digitalisierung ist heute schon in vielen Themen immer wieder ein Schlagwort, was genannt wird. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man Digitalisierung vielleicht virtuell darstellen? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eine Weltkarte gefunden, die ein bisschen veranschaulichen soll, wie digital die Welt heute ist. Sie können hier sehen, je heller der Bereich ist, umso digitaler, umso mehr Geräte sind digital vernetzt. Und wir können auch erkennen, dass vor allem der Bereich hier Europa ein Zentrum der Digitalisierung ist. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Digitalisierung geht weiter, Digitalisierung geht in großen Schritten weiter. Und um dieses zu verdeutlichen, habe ich auch mal einige aktuelle Zahlen mitgebracht. Wir haben heute, oder wir haben Stand, diese Zahlen sind ungefähr von 2018, 2019, einen digitalen Anteil von PCs von circa 1 Milliarde Stück weltweit. Wir haben Smartphones von 6 Milliarden, also 6 Milliarden Smartphones im Umlauf. Und wir haben ca. 28 Milliarden Objekte und Produkte, die im sogenannten IoT, also das Internet of Things, miteinander digital vernetzt sind. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir eine Weltbevölkerung von
circa 7,8 Milliarden Menschen sind und wir dagegen stellen, dass wir 6 Milliarden Smartphones ungefähr im Umlauf haben, Tendenz steigend, dann zeigt das natürlich auch, was für ein enormes Potenzial über die Digitalisierung auf Smartphone-Basis oder auch auf Geräten, was das zur Folge hat. Das Gleiche gilt für verknüpfte und vernetzte Objekte. Auch hier bei 28 Milliarden wären das heute circa 3 Objekte pro Mensch, pro Person. Und die ersten Prognosen sagen, dass wir bis 2025 um die 75 Milliarden verknüpfte Objekte im Internet of Things haben. Also das wäre alleine zum Stand jetzt nochmal mehr als eine Verdopplung der digitalen Produkte. Und allein deswegen lohnt sich schon ein Webinar über dieses gesamte Thema Digitalisierung. Und hier gibt sich natürlich auch die nächste Frage, wenn wir so eine Marktmacht haben, warum müssen wir eine digitale, eindeutige Identifizierung überhaupt durchführen? Oder was sind die Vorteile davon? Als erstes haben Sie natürlich eine eindeutige Zuweisung Ihres analogen Produktes. Ganz konkret, Sie haben ein analoges Produkt und erstellen sozusagen einen digitalen Zwilling in der virtuellen Welt, der auf dieses eine Produkt zurückzuführen ist. Sie können Ihre aktuell analogen und manuellen Prozesse digitalisieren, zum Beispiel eine Wartung oder eine Instandhaltung. Viele Bereiche, viele Prozesse müssen heute noch manuell durchgeführt werden anhand von Wartungsberichten, die händisch ausgefüllt werden oder anhand von Dokumentationen, die abgeheftet werden. Das Ganze kann man in die digitale Welt transferieren. Man kann so nicht nur den aktuellen Prozess jederzeit abrufen, sondern man kann auch seine Produkte nachverfolgbar machen. Sie haben eine schnelle Erfassung der Daten, also Sie müssen das nicht mehr manuell aufschreiben. Sie haben eine fehlerfreie Dokumentation. Jeder kennt es wahrscheinlich auch, wenn man handschriftlich einen Dokumentationsbericht oder einen Wartungsbericht ausfüllt, passieren Fehler, passieren Übertragungsfehler, Abschreibfehler oder auch Fehler im Abheften. Das hätten Sie in der digitalen Version nicht. Und man hat einen weiteren Vorteil, Sie haben einen Originalitätsnachweis für Ihre Produkte. Das wird auch immer wichtiger, da viele Graumarktkontrollen durchgeführt werden müssen, viele Plagiate sind auf dem Markt und so können Sie Ihre Produkte auch schützen und sie als Original kennzeichnen. Produktregistrierungen, das geht damit auch einher, Sie können Ihr Produkt eben auch als Original registrieren. Sie haben eine individuelle Kundenkommunikation. Und auch das ist ein Trend, den wir beobachten. Die Kommunikation mit Ihrem Kunden, mit unseren Kunden generell verlagert sich auf digitale Plattformen über eben Social-Media-Kanäle oder über andere After-Sales, über die Homepage, verschiedenste Möglichkeiten. Das bietet Ihnen eben auch hier die Möglichkeit, zusätzliche Cross-Sellings zu machen, Ihren Kunden auch über Ihre Service und über Ihre verschiedenen Marketingaktionen abzuholen und das ganze Produkt auch langlebig im Kopf des Kunden zu behalten. Oft ist es ja so, Sie müssen sicherstellen, dass der Kunde auch weit über den Kauf hinaus mit Ihrem Produkt interagiert und das bietet sich halt durch die Digitalisierung mit NFC gut an. Dann haben wir noch jemanden dabei heute auf einer digitalen Ebene und der Florian und ich haben uns ja schon vorgestellt. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Mitglied vorstellen, das ist unser Ebony. Ebony ist zu uns gekommen durch einen sehr innovativen Kunden und Ebony ist ja ein Pferd, was erstmal nicht besonders spannend ist oder nicht besonders digital ist. Allerdings gibt es viel Reitequipment, was heute sehr analog gewartet oder auch was sehr analog instand gehalten wird. Und der Kunde kam zu uns mit einer wahnsinnig innovativen Idee. Er wollte als erster seiner Branche die Digitalisierung in die Reitindustrie bringen. Der Kunde ist ein großer Sattler, der gesagt hat, alle meine Wartungen, alle meine Verkäufe, das läuft alles analog und ich habe eigentlich gar keine richtige Dokumentation zu meinen Produkten oder zu meinen durchgeführten Wartungen. Und darüber hinaus hat der Kunde außer diesem Wartungsbericht, den er manuell von mir bekommt, auch keinerlei weiteren Informationen oder Dokumente. Ich kann meine Kunden gar nicht richtig abholen.
Und dann haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und ich kannte mich nicht so besonders gut in der Reitbranche aus. Ich bin natürlich immer noch kein Experte, aber der Kunde hat mich doch ein bisschen aufgeklärt und jeder von Ihnen, der vielleicht selbst Reitsport betreibt oder auch vielleicht bekannte Freunde hat, die Reitsport betreiben oder auch Kinder hat, die im Reitsport begeisterten Alter sind, der kennt sich auch ein bisschen aus und weiß, dass vor allem auch die Sättel doch sehr individuell sind. Und auch sehr, ja, sehr kostenintensiv sind und auch sehr pflege- und wartungsintensiv sind. Und die grundlegende Idee des Kunden war zu sagen, ich möchte eine digitale Wartung und Instandhaltung durchführen, in der ich alle meine Wartungsschritte einfach und digital online bearbeiten kann, gleichzeitig aber auch noch eine interaktive Kommunikation digital mit meinem Kunden herstellen kann. Und diese beiden Komponenten sollten zusammen über eine Plattform dargestellt werden. Und parallel dazu wollte er keine Antenne oder wollte diese Antenne nicht sichtbar machen, sondern wollte auch noch ein Designobjekt, was jeder Kunde eben gerne mit sich trägt, was er auch vielleicht als nettes Gimmick in seinem Geldbeutel, in seinem Portemonnaie oder man auch hier sieht, direkt an dem Sattelring hier befestigen kann, um zu zeigen, dass es eben mehr als nur Technologie ist. Dann haben wir uns verschiedene Gedanken gemacht und wir haben uns auch hier dann für die NFC-Technologie entschieden. Die NFC-Technologie kann man unsichtbar in das Objekt einbauen. Wir haben uns hier für eine hochwertige Polyurethanmünze entschieden, welche wir gefertigt haben, welche wir individuell auch noch bedrucken können bzw. veredeln können und haben das mit der digitalen Welt verknüpft. Und jede einzelne Münze, jeder einzelne NFC-Chip hat so individuell einen Sattel zugeordnet bekommen. Warum nochmal die NFC-Technologie? Ich habe einige Vorteile gerade schon genannt. Ich möchte nochmal hier auf die eindeutige Seriennummer eingehen. Das ist die Grundlage für die eindeutige Zuweisung. Wir haben eine unsichtbare Integration. Das war vor allem auch jetzt in diesem Projekt ein extrem wichtiges Feature, dass man das nicht eben irgendwo sehen muss, sondern das einbauen kann in zum Beispiel eine Münze. Eine Verknüpfung mit der mobilen Web-App, das ist natürlich dann parallel. Die Software und Transponder bieten zusammen dann das ganze gesamte Lösung. Und man kann es eben mit dem Smartphone auslesen, was natürlich heutzutage, wir haben vorher gesehen, 6 Milliarden Smartphones im Umlauf. Jeder hat heute sein Smartphone dabei, Sie haben es dabei. Wir haben alle in allen Lebensbereichen fast unser Smartphone griffbereit und unser Leben wird auch teilweise durch das Smartphone bestimmt. Und somit brauche ich keine weitere Technologie bzw. kein weiteres Gerät, um auf meine Daten im Sattel zurückzugreifen. Gesamtheitlich wird das Produkt durch diese Technologie dann zum Unikat und kann jederzeit und auch überall auf der Welt abgerufen werden. So viel zum NFC und der Möglichkeit der Verknüpfung über NFC. Was haben wir jetzt softwaretechnisch gemacht oder was war die grundlegende Idee? Wir haben in einer Plattform, wollten wir zwei verschiedene Bereiche schaffen. Und das haben wir auch getan. Wir haben einmal den Endkundenbereich. Der Endkundenbereich zeigt vor allem die ganzen Daten zum Sattel, die Produktinformationen zu dem Sattel, verschiedene Downloadbereiche wie Wartungsanleitungen, Pflegehinweise, verschiedene Tutorial-Videos. Also man kann auch hier sehen, wie sattel ich heute ein Pferd richtig auf. Man kann verschiedene Cross- und Upsellings tätigen über einen verknüpften Online-Shop. Wir haben eine Wartungshistorie für den Endkunden. Das heißt, der Endkunde kann zu jeder Zeit sehen, wann ist die letzte Wartung durchgeführt worden, beziehungsweise wann steht auch die nächste Wartung an. So eine Wartungserinnerung, die wir hier mit eingebaut haben. Und ein ganz wichtiges Feature war auch das Thema Eigentum und Originalitätsnachweis. So ein Sattel, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ist sehr kostenintensiv. Und das ist eben auch wichtig, dass man, wenn man einen Sattel verkauft, wenn man sich einen neuen anschaffen möchte, dass man auch hier die Eigentumsrechte in der App oder in der Software am Ende weitergeben kann. Das haben wir ebenfalls gelöst mit einer Weitergabefunktion. Das bedeutet, der bisherige Eigentümer bestätigt den Verkauf des Sattels und der neue Eigentümer kann sich dann über eine Registrierung als neuer Eigentümer eintragen. Und so ist auch immer ersichtlich, wem am Ende der Sattel gerade gehört. Das ist der eine Bereich, der Bereich für den Endkunden. Und dann haben wir einen speziellen Autorisierungsbereich für den Sattler geschaffen, damit eben der Sattel zukünftig auch digital gewartet und instand gehalten werden kann. Die Wartungsschritte hat der Kunde vorgegeben, die waren ziemlich eindeutig und wir haben diese dann eben in eine digitale Version umgesetzt. Und jetzt kann jeder Sattel digital am Smartphone direkt gewartet werden.
Nach Abschluss der Wartung bekommt am Ende der Endkunde in der Wartungshistorie die fertige Wartung angezeigt. Alles über einen einzigen NFC-Chip, jeweils mit dem einzelnen Autorisierungsbereich, für welchen End-Login oder für welchen User ich eben registriert bin. Ich habe einige mögliche Add-ons in der Software, habe ich schon angesprochen. Ich möchte noch mal ein bisschen komplementieren. Die Login-Funktion oder Login-Option für Kunden ist eine ganz wichtige Funktion. Heute digitale Informationen frei im Internet liegen zu lassen, ist nicht immer sinnvoll. Das heißt, man kann auch hier über eine Login- und eine Registrierungsfunktion diese Inhalte schützen und nur für spezielle User am Ende zugänglich machen. Man hat eine Wartung und Instandhaltung in verschiedenen Berechtigungsbereichen. Also wie ich es gerade schon erklärt habe, zu sagen, einmal der Sattler, der eine Wartung durchführen darf, während der Endkunde nur die Informationen über die durchgeführte Wartung angezeigt bekommt. Dann haben wir eine Produktübersicht. Klar, was für einen Sattel habe ich, was wurde gemacht, wer ist der Eigentümer, was sind die verschiedenen Features zu dem Produkt. Extra Bereich für autorisierte Nutzer, haben wir auch gerade schon gehabt. Wartungshistorien. Downloadbereiche, vielleicht hier nochmal ein Satz. Man kann natürlich auch jegliche Art von PDFs oder von anderen Files als Download zur Verfügung stellen. Das kann eine Produktbeschreibung sein, das kann eine Wartungsanleitung sein. Ich habe ein ganz, ganz schönes Beispiel. Vielleicht, wenn man sich heute ein Produkt für den Haushalt kauft, ist oft ein sehr dickes Handbuch dabei. Das könnte man heute als Link hinterlegen in der Software. Man könnte direkt anklicken, man hat die richtige Sprache eingestellt und hat nicht mehr dieses 20, 30 Seiten dicke Anleitungsbuch, was natürlich auch die Anwendung freundlicher für den User macht, beziehungsweise auch noch einen ökologischen Vorteil bietet. Wir können Videoverknüpfungen machen, haben wir auch in dem Fall, wie sattel ich ein Pferd richtig auf. Implementierung des Online-Shops, das hatte ich auch schon angesprochen. Verlinkung zu externen Websites, auch das, ich kann hier nochmal meine Webseite, meine Homepage hinterlegen, ich kann aber auch Social Media hinterlegen, ich kann mein Instagram, mein LinkedIn, mein Twitter-Profil hinterlegen, ich kann direkte Verlinkung zu den Social Media herstellen, auch das ist natürlich ein wichtiges Feature, zu sagen, ich bin nicht nur auf einer Plattform unterwegs, sondern vielleicht sogar auf mehreren. Und natürlich auch ein klassisches Kontaktformular, dass man eben auch sagt, okay, muss ja nicht alles immer 100% über die Software gelöst werden, sondern ich möchte noch die Möglichkeit nutzen, eine E-Mail aus der Software raus an eine vorgegebene E-Mail zu schicken mit einer Kontaktanfrage oder einer Serviceanfrage. Und natürlich auch direktes Hochladen von Bildern, Textinformationen über das Smartphone. Ich könnte zum Beispiel ein Foto von meinem Sattel machen, könnte es direkt hochladen in die Software und beim nächsten Mal abtappen, habe ich ein aktuelles Bild zum Beispiel direkt von dem Sattel. So kann ich auch eine Historie erstellen. Was ist ein weiterer Vorteil? Und das ist ein spannendes Thema, das Thema Marketinganalysen. Für das Unternehmen, was sich daraus bietet. Natürlich mit einer digitalen Lösung für diese Produkte hat man natürlich auch verschiedene Marketinginstrumente in der Hand, die man auch weiter für seine Zwecke nutzen kann. Sie sehen zu jeder Zeit, wann und wie oft wurde mit meinem Produkt interagiert. Sie kennen bestimmt auch, wenn Sie auf einer Homepage sind, dieses, möchten Sie den Datenschutzbestimmungen zustimmen und möchten Sie Ihren Standort teilen, dann hätten Sie auch noch hier die Möglichkeit zu sehen, wo das Ganze getappt wurde. Und das bietet natürlich auch immer Möglichkeiten zu sagen, wie aktiv gehen denn die Verbraucher, die User mit meinem Produkt um? Also sie verkaufen ein Produkt und sagen am Ende, ja, ich möchte jetzt gerne wissen, wie oft wird das in die Hand genommen? Wie oft interagiert der Kunde damit? Dann können sie das heute über die digitale Software einfach nachvollziehen und können auch dementsprechend gezielte Marketinginstrumente und Marketingaktionen streuen. Macht zum Beispiel mal ein Beispiel. Sie verkaufen Fußballtrikots und Sie stellen in der Halbzeitpause immer vermehrte Aktivität mit diesem NFC-fähigen Fußballtrikot her. Dann könnten Sie in der Zukunft genau zu dieser Uhrzeit eine Marketingaktion streuen, um Ihre Kunden auch noch zu erreichen oder vielleicht auch einen Mehrwert für Sie und Ihren Kunden darzustellen. Solche Sachen kann man eben daraus ganz gut lesen und das Ganze ist natürlich auch immer wichtiger, wenn man bedenkt, dass vieles auch über das Smartphone abgegolten wird. Also sie werden anders die Kunden schwieriger erreichen, wie eben über ihr Smartphone. Wenn Sie dann nach einem langen, langen Reittag nach Hause kommen, ich versuche mal die Überleitung so zu machen, dann kann es sein, dass Sie einige Verspannungen und vielleicht muskuläre Probleme haben. Dann möchte ich Ihnen noch ein anderes Projekt von uns vorstellen.
indem wir ein sportmedizinisches Trainingsgerät digitalisiert haben. Das ist ein Triggerpunktgenerator, der verschiedene Verspannungen in der Muskulatur lockern soll. Und auch eine sehr, sehr spannende Idee, die man auch in der heutigen Zeit gut nutzen kann. Ich glaube, in den meisten Bundesländern haben die Fitnessstudios auch noch zu. Das bedeutet, auch das Thema Home-Training, Home-Sport wird immer wichtiger. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn ich zu Hause trainieren muss, dann habe ich nur ein begrenztes Repertoire an Übungen. Und dann fehlt mir da auch der Einfallsreichtum, mir da noch was Neues einfallen zu lassen. Also was mache ich? Ich durchforste dann oft das Internet nach irgendwelchen Übungen, die ich zu Hause noch machen könnte und bleibe dann wahrscheinlich bei irgendwelchen anderen Videos hängen und vergesse den Sport. So oft passiert. Hier habe ich die Möglichkeit, eben eine NFC-Funktion in den Trigger einzubauen. Das geht natürlich auch für andere Sportgeräte. Ich gehe mit meinem Smartphone direkt an den Trigger dran. Komme dann auf die Software, die mir schon ganz klar zeigt, okay, wo habe ich Schmerzen, wo habe ich Verspannungen, welchen Bereich möchte ich trainieren. Dann klicke ich diesen an, das ist auf dem ersten Bild ganz gut zu sehen. Ich klicke den Bereich an und bekomme dann auch speziell abgestimmte Übungen und Anwendervideos, wie ich meine Therapie selbst zu Hause durchführen kann. Darüber hinaus natürlich noch die Verlinkung zu Social Media und anderen Webseiten, um das Ganze eben dann auch noch weiterzuführen und abzurunden. Aber auch diese Idee zeigt, dass wir auch hier eine Vereinfachung für den User geschaffen haben. Ich muss mich nicht mehr auf YouTube durch ganz, ganz viele verschiedene Videos klicken, die hochgeladen wurden und die vielleicht auch am Ende gar nicht das Passende für mich bieten, sondern ich habe alles direkt an dem Objekt, mit dem ich auch am Ende mein Training durchführen möchte. Ich habe noch ein weiteres Beispiel dabei. Und hier geht es dann darum, wie man Lernen und Wissensvermittlung auch hier in die digitale Welt transportieren kann. Es gibt anatomische Modelle, die vor allem auch im medizinischen Bereich oder für medizinische Berufe angewandt werden, um den Körper und die Organe zu lernen, um besser für die Prüfung vorbereitet zu sein. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Kopf und ein Herz. Und früher war das so, jeder, der medizinischen Bereich studiert hat oder Physiotherapieausbildung oder Pflegeausbildung gemacht hat, musste sich das Wissen zu diesen Körperteilen extern über Bücher, Wikipedia-Einträge, den Brockhaus mühselig zusammensuchen. Das hat sehr viel Zeit gekostet und war auch nicht immer effektiv, weil viele Berichte, viele Wissensquellen halt oft auch nicht komplett und vollständig sind, sondern auch nur teilweise ausführlich sind. Wir haben auch hier einen NFC-Transponder angebracht. Jedes Objekt, jedes anatomische Modell ist direkt mit der passenden Seite im Hintergrund verknüpft. Das bedeutet, Sie tappen Ihr Herz ab. Sie haben das Herz einmal analog vor sich. Sie können es drehen, Sie können es auseinanderbauen. Sie können sich einen Überblick verschaffen, wie die Kanäle und die Kammern liegen und haben dann über Smartphone die Fachbegrifflichkeiten beziehungsweise alles Prüfungsrelevante, was Sie am Ende wissen müssen, über die Anatomie des Herzens. Und auch das Sekunden schnell nur über Ihr Smartphone, was Sie eh immer dabei haben. Das bedeutet auch, Sie können natürlich, auch wenn Sie bei einem Studienkollegen sind oder bei einem in einer Schule sind, in einem Uniraum sind und dort ein anatomisches Gerät ist, könnten Sie das auch dort vor Ort scannen und müssten nicht immer alles daheim haben. Sie sind immer mobil, was das Lernen betrifft. Und das ist auch das Schöne daran, das ist ein bisschen Informationsbeschaffung im heutigen Jahr. Ich kann natürlich den Brockhaus im Regal haben und das ist auch ein wunderschön zum Ansehen und auch sicherlich sehr lehrreich, aber ich kann ihn oft auch nicht mitnehmen. Ich kann ihn nicht mit ins Café nehmen und die 7 Bände durchlesen, bis ich das Passende gefunden habe. Ich kann aber mit meiner digitalen App beziehungsweise mit meiner Software im Hintergrund jederzeit passend lernen. Und auch da können die Unternehmen weitere Aktionen für Studierende und Lehrende noch einstreuen. Und am Ende ist es für alle ein Mehrwert und vor allem eine Zeitersparnis. Das war jetzt ein kurzer Einblick über einige Projekte, über 3 Projekte, um konkret zu sagen. Das ist noch lange nicht das Ende. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Objekte, Maschinen, Produkte, die wir noch digitalisiert haben oder auch noch digitalisieren können. Ich habe mal ein paar aufgeführt. Werkzeuge finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe auch immer wieder, komme ich in die Situation, dass ich nicht weiß, wie man dieses Werkzeug richtig und korrekt bedient. Und auch dann suche ich im Internet nach Anleitungen.
Wenn ich heute eine Möglichkeit habe, direkt mit meinem Smartphone an das Gerät zu gehen und direkt anzeigen zu lassen, wie die Funktion und wie die Anwendung ist, würde mir das schon manchmal sehr, sehr viel Zeit ersparen. Das Ganze für Sportgeräte, eins hatten wir heute dabei, kann man natürlich auch in andere Sportbereiche weitertragen. Das Thema Baumaschinen im größeren Stil. Wir haben heute kein Beispiel von Klamotten oder von Textilien dabei, aber auch hier ist das Thema Originalitätsschutz extrem wichtig. Ich möchte meine Marke schützen, ich möchte den Kunden vor Plagiaten schützen. Also ist das Thema digitale Vernetzung auch hier wichtig. Wir haben einige Haushaltsgeräte, hatte ich genannt. Wenn ich eine Anleitung brauche, dann wäre das auch digital möglich, ohne dass ich das Handbuch bekomme. Und am Ende ist es ein Teilbereich auch von Smart Home, natürlich seine analogen Produkte hier zu digitalisieren. Am Ende ein sehr weitläufiges Thema und ich glaube, wir könnten noch die nächsten 1,5 Stunden über Ideen sprechen und uns hier austauschen. Aber auch hier, die Zeit ist begrenzt und ich bin auch schon am Ende der Präsentation und freue mich jetzt auf Fragen und auf den Austausch zu Ideen Ihrerseits. Würde jetzt an Florian zurückgeben und auch meine Kamera wieder anschalten. Super, Dankeschön, Sebastian. Und zwar, wir haben tatsächlich ein paar Fragen. Ich fange gleich mit der ersten Frage an. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen runterschauen muss, aber mein PC ist gerade abgeschmiert und ich muss jetzt auf den Laptop gucken. Habe die Kamera aber noch oben. Von dem her, wir haben zu Beginn gleich eine Frage gehabt. Wird diese Präsentation irgendwie anderweitig noch zur Verfügung stehen? Das kann ich mit Ja beantworten. Wir haben das Seminar jetzt aufgezeichnet und wir würden es auch im Nachgang dann eben entsprechend zur Verfügung stellen. Und genau, wir haben ja Ihre Kontakte und entsprechend kriegen Sie da die Informationen. Dann haben wir eine weitere Frage. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich die richtig verstehe. Da steht jetzt Beispiel aus dem Retail-Bereich, Shop-in-Shop, Point-of-Sale, Out-of-Home-Marketing. Da wäre jetzt mein Gedanke, die beantworte ich oder versuche ich zu beantworten, Sebastian. Es gibt zum Beispiel einen NFC-Tag, den man praktisch auch als Öffnungsnachweis verwenden kann. Das heißt, eine verlängerte Antenne, bei der Sie zum Beispiel dann auch meinetwegen Gewinnspiele oder erweiterte Rezept-Varianten preisgeben können, indem man eben eine Ketchup-Flasche zum Beispiel hat. Man öffnet eine Ketchup-Flasche und zerstört sozusagen die Antenne, die erweiterte Antenne, und dadurch bekommen Sie dann einen erweiterten Inhalt oder Zugriff auf eine nächste Seite, um eben zum Beispiel ein Gewinnspiel mitzumachen oder ein verstecktes Rezept zum Beispiel zu bekommen. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung, falls nicht. Was dann erst nach dem Kauf praktisch des Produkts aktiv wird. Exakt, genau. Falls es nicht in die richtige Richtung ging und Sie trotzdem noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Sie sehen auch hier einen QR-Code, der leitet Sie direkt dann zu uns für einen Termin. Das noch am Rande. Ansonsten eine interessante Frage, die ich jetzt auch ab, und ich glaube, Sebastian, du auch nicht beantworten kannst. Schauen wir mal, wie groß ist der Anteil der NFC-fähigen Smartphones? Das ist eine sehr spannende Frage. Da gibt es wahrscheinlich keine genaue Zahl. Was man sagen kann, ist, dass fast jedes Android-Smartphone heute NFC-fähig ist und darüber hinaus alle iPhones ab iPhone 7, auch ohne App, seit dem letzten iOS-Update. Die Frage, die sich daraus stellt, wie viele iPhones 1 bis 6 sind noch im Umlauf und aktiv, ist schwierig zu beantworten, aber vielleicht, ich muss mich mal schlau machen, vielleicht finde ich dazu auch nochmal valide Zahlen. Wir haben hier noch eine sehr gute Frage. Ich denke, die werden wir auch im Nachgang dann beantworten müssen. Und zwar Schnittstellen zur Blockchain-Technologie. Also da gibt es was, habe ich bereits gesehen. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Also da werden wir Sie auf jeden Fall kontaktieren. Auch zu den Entwicklungskosten für App- und Serviceleistung, Software werden wir auch dann im Nachgang noch betrachten. Ansonsten hier Vorteil gegenüber dem Barcode. Mal mit der Ausnahme der UID, um eine Produktsicherheit zu gewährleisten. Also noch weiter, ganz kurz. Der NFC-Tag muss ja gescannt werden, also mit iPhone 11, beziehungsweise geht jetzt auch natürlich früher mit spezieller App. Jeder Barcode kann ja auch auf eine Website leiten. Nichts anderes macht ja der NFC-Tag auch.
Ja, prinzipiell schon richtig. Sie haben eben die Möglichkeit, einen NFC-Tag heute anders zu kennzeichnen, beziehungsweise auch optisch anders zu gestalten. Sie müssen keinen Sichtkontakt haben. Sie können ihn verdeckt, Sie können ihn in ein Objekt integrieren. Wir haben das bei dem Trigger gesehen. Da ist an diesem gesamten Objekt kein Schild, kein Label, kein Etikett, was darauf hinweist, dass es eine Weiterleitung gibt, sondern wir haben das in das Produkt integriert. Und das bietet bei vielen Produkten die Möglichkeit, auch hier nicht nur designtechnisch, sondern auch nochmal ja, das Produkt einfach optisch schöner zu gestalten. Ja. Noch eine interessante Frage: Wie lange ist die Lebensdauer eines NFC-Chips? Wir geben, glaube ich, eine Garantie auf knapp 10 Jahre. 10 Jahre garantieren wir die Lebenszeit. Aber ich glaube, es gibt gar keine finalen Langzeitstudien. Wenn man das sucht, ist der darüber hinaus auch noch haltbar. Gut, natürlich auf die äußeren Witterungseinflüsse muss man dann auch achten, oder auch wenn jetzt da Schläge und Mechanische andere Einflüsse. Einflüsse, mechanische Einflüsse darauf wirken, ist natürlich dann klar, dass der dann auch zerstört werden kann. Genau, wir sind jetzt, ich sehe, wir sind schon 2 Minuten drüber. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir würden diese eben im Nachgang darauf noch mal näher eingehen. Und genau, wenn Sie jetzt ein paar Ideen auch gesammelt haben und auch gerne schon Projekte in Ihrem Kopf haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Und ich würde jetzt das Seminar hiermit beenden. Wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Und wie gesagt, wir kommen auf Sie zu hinsichtlich der Fragen und freuen uns auf einen informativen Austausch mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren, und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, auf Wiedersehen, schönen Nachmittag.